Moin Leute, was geht? Mein Name ist EduGamescom auf der PlayStation 4 und heute erzähle ich mal, warum eigentlich ich immer YouTube Gamescom in meinen Videos erwähne. Wer ist eigentlich dieser YouTube Gamescom? Nun ja, fange ich mal an. Es war Dezember 2011, als ich vor der PlayStation stand, vor der PlayStation 3. Und mir überlegt habe, hey, was für ein Gamertag nehme ich? Und da habe ich schon gewusst, hey, ich möchte YouTuber werden. Und das heißt für mich, ich wollte irgendwas mit YouTube verwenden. So, YouTube. Da kann man alles eigentlich nehmen. Man könnte sich YouTube-Bauer nennen, man könnte sich YouTube-Gronk nennen, man könnte sich, nee, das kann man nicht nennen, man könnte sich YouTube-Zocker nennen oder was weiß ich. So, das hat aber alles nicht so gepasst und ich wollte eigentlich etwas nehmen, was auf YouTube passt. Und habe ich alles probiert, alles ausprobiert, habe mir dann immer wieder überlegt, nein, das nehme ich nicht. Und dann kam irgendwann mal, ah fuck, nein, da kam irgendwann mal der Gedanke, hey, YouTube Gamescom könnte ich doch verwenden, weil mehr als passen geht echt nicht. Und zwar war das eher eigentlich von einem Freund, der gesagt hat, hey, guck mal, zu YouTube passt doch Gamescom. Und dann bin ich gleich zur PS3 gerannt, hab nochmal geguckt, gibt's den Namen? Nein, gibt's nicht, und hab ich ihn halt erstellt. So, so einfach war das. Warum ich eigentlich immer meinen Gamertag im Video erwähne, das ist eigentlich ganz klar. Ich will eigentlich Leute haben, mit denen ich zocke. Ich will jetzt nicht irgendwelche wildfremden Engländer, Franzosen oder Russen adden, mit denen ich so sprachlich überhaupt nichts anfangen kann, sondern ich wollte einfach deutsche Leute haben. Und ja, habe ich auch gemacht und seitdem habe ich weit über 1000 PSN-Freunde. Und es ist wahr tatsächlich, was über mich erzählt wird. Ja, ich habe 50.000 Freundesanfragen bekommen in der Zeit seit 2012. So, wenn man das jetzt mal hochrechnet, dann kann man schon sagen, das sind ungefähr, grob geschätzt, 0,6% aller PlayStation-Konsolenbesitzer in Deutschland, die mich geaddet haben. 0,6%. Naja, egal. Und ja, wie schon gesagt, es ist noch Platz. Aber ich nehme nicht jeden an auf der PS4 oder also auf der PS3. Also Freundesanfragen mäßig nehme ich nicht jeden an, sondern ich gucke erstmal das Profil an und dann überlege ich mir, ja gut, nehme ich den oder nehme ich den nicht. So. Mit allen Zocken, das geht überhaupt gar nicht, weil ich so gut wie nie online bin. Sag ich eigentlich aber auch immer oft. Leute, wer mich addet, der kann nicht erwarten, dass ich mit ihm zocke. So, als nächstes, ich wollte noch jemanden erwähnen, und zwar Freaky Killers heißt der. Lieber Freaky Killers, moin, moin an dich. Und das trifft sich ja gut, hier ist nämlich das Labyrinth. Es gibt tatsächlich ein Labyrinth in GTA, wer hätte das gedacht? Nee. Und wir landen hier im Kunstmuseum. So war das eigentlich, ja. Nachrichten weit über 50.000 ebenfalls. Das geht gar nicht, ne? Ich bräuchte 24 Stunden, um alle Nachrichten nach unten zu scrollen, die ich in den letzten Jahren bekommen hätte. Geht nicht. Ist einfach viel zu viel. Viel zu viel. Ich meine, auf YouTube, bei mir herrscht tote Hose, aber auf der PS4. Alter, da wimmelt es von Kommentaren. Das würde ich mir manchmal auf YouTube auch wünschen, aber das ist nun mal so. Leute schreiben mir halt eher lieber auf der PS4. So, was gibt's noch zu sagen? Das ist eigentlich alles. Ich wollte auf jeden Fall etwas nehmen mit YouTube, mit der Plattform, die ich benutze, und irgendwas mit, ja, was zu YouTube passt. Und das war Gamescom. So, eigentlich das Harmonischste, was zusammenpasst. Moin moin. So, und ja, es gibt natürlich viele Fakes, die mich kopiert haben,
Aber die sollen mich mal ruhig faken, wenn die Lust haben. Bringt im Endeffekt nichts, weil ich das Original bin. Ich bin Cola. Ich bin live. Ich bin Original. So. Ich bin wie Cola. Da gibt's nur das Originale. So. Und ich verabschiede mich mit dem letzten Blick auf Los Santos. Und die Sniper hole ich raus. Schaut euch diese wunderschöne Sniper an. Scharfschützengewehr. Und da machen wir jetzt den letzten Kill. Achtung! Achtung! Macht euch bereit für diesen unglaublichen Schuss. Der wird in die Geschichte der Vereinigten Staaten eingehen. Verdammte Scheiße, hier ist keiner! Wollt ihr mich jetzt verarschen? Wartet mal. Ich richte mal ein paar normale Zivilisten hin. Ah, hier, genau. Genau. Ich sag auf jeden Fall ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Gamescom auf der PlayStation 4. Und ciao. Das war dein letztes Selfie. Moin, moin.